Bidibidiba, euer Comic ist wieder da. Zum dritten Mal heute der Versuch, dieses Video aufzunehmen, aber mit einer schöneren Präsentation, als ich es in dem vorigen Video habe. Also Verbesserungen. Und es geht um Kampfwertungen, welche Überraschung. Aber ihr habt euch vielleicht auch mal gefragt, also wie setzt sich diese Kampfwertung eigentlich zusammen und wie kann ich meine Kampfwertung relativ schnell dann auch steigern mit dem Wissen, dass wir ja jetzt aufbauen, was Kampfwertung bedeutet, wie sie sich zusammensetzt. Könnt ihr sozusagen auch sehen, wie kann ich die am effektivsten steigern? Deswegen zeige ich euch einmal, wie setzt sie sich zusammen, was bringt auch wie viele Punkte in der Regel und ja, natürlich, was habe ich vielleicht auch im vorigen Video vergessen und wie könnt ihr auch dahin kommen? Und das nächste Mal beschäftigen wir uns dann mit dem Farmen von zum Beispiel legendären Gegenständen und so weiter und so fort. Aber dazu kommen wir noch. So, lasst uns mal einsteigen in meine wunderschöne Präsentation. Denn was ist Kampfwertung? Kampfwertung, hatten wir das letzte Mal schon ein bisschen erklärt, vergleicht eure Kampfwertung mit der Kampfwertung der Gegner. Auf jeder Stufe ist natürlich Kampfwertung unterschiedlich. Also das heißt, von normal zu Hölle 1, Hölle 2, Hölle 3 und so weiter ist die Kampfwertung natürlich unterschiedlich. Im PvP macht das etwas weniger Einfluss aus. Das heißt, egal wie hoch eure Kampfwertung ist, es hat maximal nur 10% Einfluss auf eure Werte, wie viel Schaden ihr mehr oder weniger erleidet oder wie viel Schaden ihr mehr oder weniger macht am anderen Spieler. Das heißt, bei einer größeren Runde, wo Spieler unterschiedliche Kampfwertungen haben, fällt das dann nicht mehr ganz so stark ins Gewicht, was natürlich auch gut ist, weil man ja im PvP auch einigermaßen gleich sein soll. Also jemand, der mit normaler Ausrüstung kämpft, weil er gerade erst angefangen hat und gegen einen Elite-Spieler kämpft, kann trotzdem eine Chance haben im normalen PvP-Bereich. Aber wie gesagt, ist auch was anderes. Man möchte ja auch im PvP einigermaßen fair sein. Und deswegen ist das natürlich nicht schlecht, dass es sowas gibt. Im PvP sieht das leider ein bisschen anders aus, wie wir das letzte Mal gesehen haben. Und ich zeige euch auch gleich, wie ihr die Kampfwertung für die nächsten Höllenstufen herausfinden könnt. Und zwar PvE pro Punkt Kampfwertung zur Kampfwertung des Gegners, der weniger ist, erleidet ihr 1% mehr Schaden. Also das heißt, wir haben dann gleich nachher ein Beispiel, da kann ich das euch mal zeigen. Ihr macht aber auch weniger Schaden, nur die Berechnung ist dafür anders. Das sind dann nicht 1%, das sind dann 0, noch was Prozent, die das dann so ein bisschen ausmacht. Aber trotzdem erleidet ihr natürlich mehr Schaden. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Also der erlittene Schaden, sagen wir mal, wir haben eine Kampfwertung von 2000. Hölle 3 ist aber das Cap bei 2120. Das heißt, euch fehlen noch 120 Punkte. Ihr erleidet aber auch 120% mehr Schaden. Trotzdem kann man mit 1800 Punkten schon auf Hölle 3 weitermachen. Da habe ich zum Beispiel Kopfgelder angefangen und mir die ersten Sachen organisiert dabei. Ausgeteilter Schaden, da ist die Berechnung ein wenig anders, wie ihr sehen könnt. Also zum Beispiel 360 Kampfwertung Unterschied. Also eure Kampfwertung ist weniger, 360 weniger zum Gegner oder zu der Stufe selbst. Dann ist es 21% weniger Schaden, den man austeilt. Also das heißt, man hat nicht genau 1%, sondern es berechnet sich aus anderer prozentualer irgendwas, keine Ahnung, müsste man nochmal nachrechnen, wie genau, aber ihr seht, also ihr leidet mehr Schaden, macht jetzt nicht wesentlich weniger Schaden, also es ist nicht so ein großer Unterschied bei zum Beispiel 1800 zu 2120 oder 2000 zu 2120. Das heißt also, wenn ihr schon viel Schaden macht, dann könnt ihr natürlich trotzdem überleben, bloß ihr müsst aufpassen, dass ihr keinen Schaden erleidet. Also das heißt, man muss sehr viel rumlaufen. Deswegen kann man auch schon auf der höheren Höllenstufe natürlich ein bisschen eher anfangen, darf sich halt dann nur nicht treffen lassen. Jetzt möchte ich aber euch kurz zeigen, wie man bestimmt für die nächste Höllenstufe, wie man sozusagen weiß, wie man die Kampfwertung erhöhen muss, bis wohin, dass man auf der nächsten Höllenstufe dann überhaupt was ausrichten kann. Und zwar kann man das eigentlich hier ganz gut sehen. Wir gehen wieder in die Mehr-Attribute, wo die Kampfwertung steht, und klicken direkt mal die Kampfwertung an. Und dort steht: Verglichen mit der gegnerischen Kampfwertung modifiziert all euren verursachten und erlittenen Schaden. Eure Kampfwertung ist 320 höher als die Kampfwertung von Monstern eurer Stufe. Eure Stufe heißt übrigens, wir sind auf H3 und verglichen mit dieser Stufe sind wir
über dem, was wir brauchen. Also wir hatten ja 2120 ist das Cap und ich bin jetzt 440 drüber, also besser und mache dadurch jetzt 14% mehr Schaden und mein Schaden ist um 12% gesenkt. Also ihr seht auch, die Schadenssenkung ist nicht ganz so groß, weil das könnten ja sonst 320% hier sein. Ja, also ihr merkt, wenn ihr besser seid, dann ist natürlich der Schaden, den man erleidet, nicht so sehr stark reduziert, wie wenn man drunter liegt und der Schaden höher ist. Aber das ist jetzt für Hölle 3. Also ihr seht, für Hölle 3 alles schicki. Und jetzt switchen wir mal in die Stadt Westmark und gehen da mal auf Hölle 4. Und dann können wir nämlich auch mal in unsere Werte reingucken. Dann sagt uns nämlich wunderbar unsere Kampfwertung auch aus, wie viel uns noch fehlt von unserer Kampfwertung, die wir gerade haben. Und damit können wir theoretisch auch die benötigte Kampfwertung für die nächste Stufe berechnen. Das hatte ich, glaube ich, gestern schon mal gemacht. Ja, leider hat ja der Ton dann nicht aufgenommen. Also muss ich es nochmal machen. Aber es ist ja nicht so schlimm. Für euch mache ich das natürlich gerne. So, wir switchen jetzt mal auf Hölle 4. So, wir sind auf Hölle 3, switchen auf Hölle 4, wählen. Zack. Und können jetzt nochmal in unser Inventar gehen, gehen wieder auf das Mannequin hier unten links, gehen wieder auf mehr Attribute und auf die Kampfwertung. Und jetzt sagt er uns natürlich, eure Kampfwertung ist 810 niedriger als die Kampfwertung von Monstern, bla bla bla. Euer erlittener Schaden wird um 3098% erhöht. Das heißt, wenn ich jetzt auf diese Stufe gehen würde, würde ich 3098% mehr Schaden erleiden. Das heißt, ich wäre instant tot, wenn mich irgendwas, der kleinste Mob mit dem geringsten Schaden, wenn der mich anhaucht, dann falle ich um. Brauchen wir gar nicht auszuprobieren. Aber er sagt auch 810 niedriger. Wir gehen mal von den 2440 aus, die ich jetzt habe. Und wenn ich dazu jetzt noch 810 dazu rechne, komme ich auf 3250. Das bedeutet, um genau gleichzuziehen mit den Monstern auf Hölle 4, müsste ich eine Kampfwertung oder müsstet ihr auch eine Kampfwertung von 3250 erreichen. Jetzt stellt ihr euch natürlich die Frage, wie setzt sich eigentlich meine Kampfwertung zusammen? Da habe ich auch was vorbereitet. Wunderbar natürlich, wie ich heute wieder vorbereitet bin. Und zwar ist die Berechnung wie folgt: Eure Basiswerte plus die legendären Edelsteine oder der Boost der KW der legendären Edelsteine plus das Religiar der Hölle ist gleich eure Kampfwertung. So, jetzt werdet ihr euch sagen, was sind denn meine Basiswerte? Was macht denn so ein Gem und wie viel bringt so ein Religiar der Hölle denn eigentlich? Religiar, ich weiß gar nicht, spreche ich das richtig aus? Egal. Naja, jedenfalls Basiswerte. Stärke wirkt sich an sich nur auf Barbaren, Dämonenjäger, Mönche, Kreuzritter aus. Intelligenz ist der Schaden von Nekro und Zauberer, kann sich auch auf andere Klassen ein wenig auswirken, aber nicht stark. Dann die Beharrlichkeit ist Rüstung und Rüstungsdurchschlag. Vitalität ist gleich Leben und Willenskraft ist jetzt Potenzial und Widerstand. Das kann man auch wunderbar nachlesen im Spiel selbst, wenn man mal auf die einzelnen Werte dann drauf geht. Ja, wenn wir sagen Stärke, sehe ich jetzt hier zum Beispiel, ich habe null Stärke, weil ich bin Nekro. Bei Barbaren sähe das jetzt genau anders aus. Die hätten wahrscheinlich viel Stärke und wenig Intelligenz oder gar keine Intelligenz und erhöht meine Kampfwertung natürlich um null. Ja, klar, ne? So, jetzt aber erhöht den Schaden meine Intelligenz um 170 und die Kampfwertung um 569. Also ihr seht schon, die Intelligenz oder der Wert der Intelligenz, der Beharrlichkeit, der Vitalität und der Willenskraft sind ausschlaggebend für unsere Kampfwertung. Also genau dieser Wert, der hier hinter steht, erhöht unsere Kampfwertung. Und deswegen habe ich das letzte Mal gesagt, es kommt auch auf eure Ausrüstungsgegenstände an. Also vor allem die Attribute, die ihr hier habt, wirken sich natürlich auf das hier aus, auf die Punkte, auf die Rüstungspunkte. Diese Rüstungspunkte sagen euch einfach nur, wie gut die Ausrüstung ist, die ihr gerade anhabt. Und zum Beispiel ist sowas hier ein ziemlich gutes Stück. Ja, das hat nämlich drei Attribute, steigert also quasi eure Kampfwertung nicht nur extrem, weil da drei Attribute drauf sind. Also je mehr Attribute ihr habt, sagen wir mal, ich weiß jetzt nicht, ob es vier gibt, ich habe noch keins gefunden, das Maximale war immer drei. Aber es gibt wahrscheinlich eins mit vier irgendwo, vielleicht auf Hölle 4 oder 5. Aber je mehr da natürlich drauf ist, desto höher steigt natürlich mit der Ausrüstung auch eure Kampfwertung.
Dann ist natürlich auch die Frage, wie hoch können denn zum Beispiel diese Werte sein? Hier seht ihr zum Beispiel meine Maske 98 Beharrlichkeit und 97 Vitalität. Kommt aber auch natürlich dadurch, dass das zum Beispiel meiner Paragon-Stufe entspricht. Ja? 104er Paragon-Stufe entspricht diese Maske, hat deswegen natürlich auch entsprechend bessere Werte. Und ihr seht auch, Aufwertung und Intelligenz sind durch die Aufwertung auch gestiegen. Also je höher ihr es aufwertet vom Rang, desto mehr kriegt ihr natürlich Bonuspunkte hier drauf auf eure Attribute. Und das gleiche gilt natürlich für solche Sachen. Aber ihr merkt auch, also je niedriger eure Paragon-Stufe ist oder die Paragon-Stufe eurer Ausrüstung, desto weniger Rüstungspunkte werdet ihr auch bekommen insgesamt. Das heißt also, wenn ihr eine Stufe angeht und findet da bessere Sachen, dann tauscht die auf jeden Fall sofort aus, seht ihr ja an den grünen Pfeilen. Aber vergesst nicht, wenn ihr Essenzen braucht, transferiert diese Essenzen auch wieder zurück. Ja, ihr seht, ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5 Sachen, wo ich Essenzen transferiert habe, um einfach mein Bild zu vervollständigen, um das zu machen, was mein Nekro hier gerade eben macht. Also das heißt, Basiswerte auf jeden Fall wichtig. Die Basiswerte kann man aber auch nur durch die Rüstung, die man anlegt, verbessern. Und da ist es natürlich auch wichtig, dann sowas wie zum Beispiel Ringe hier. Wenn ihr Ringe findet, die besser sind als die, die ihr zum Beispiel habt. Oder Set-Teile, immer wieder Set-Teile farmen. Wenn ihr auch von Hölle 2 auf Hölle 3 switcht, fangt wieder an, eure Set-Teile neu zu farmen und neu zu suchen, um eben die Kampfwertung auch zu erhöhen. Habe ich auch gemacht. Und vergesst nicht, den Set-Bonus zu vervollständigen. Wenn ihr den Set-Bonus vervollständigt, macht das natürlich nochmal einiges am Schaden aus. Ist vielleicht nicht so wichtig für die Kampfwertung, aber für euren Schaden oder beziehungsweise je nachdem, was das Set natürlich euch bringen soll, vielleicht auch Durchhaltevermögen, ist das auf jeden Fall wichtig. Also, wir behalten fest, wichtig, Gegenstände finden und ja, legendäre Edelsteine sind ebenfalls wichtig, wie ich gerade vorhin erwähnt habe. Also es ist einmal die Basiswerte, die legendären Edelsteine und das Reliquiar. Da gibt es 1-Sterne-Edelsteine, 2-Sterne-Edelsteine und 5-Sterne-Edelsteine. Die 5-Sterne natürlich sehr schwer zu erhalten. Das ist immer das, wo die meisten meckern wegen Pay to Win. Ja. Wenn man Glück hat, bekommt man einen oder auch nicht. Aber ich würde empfehlen, spart euch wirklich 10 legendäre Embleme an, macht dann so einen 10er-Run. Könnt ihr auch in der Gruppe machen. Müsst ihr nicht unbedingt in der Gruppe machen, aber in der Gruppe bekommt ihr meistens mehr Staub oder Schmiedematerialien oder Essenzen oder was es auch immer alles dort droppt in diesen Dingern. Ihr wisst, Runen bekommt man da, glaube ich, mehr einfach dadurch. Aber egal. Also 10er-Run machen, dann habt ihr auf jeden Fall 10 Edelsteine, legendäre, die droppen und wenn ihr Glück habt, ist einer oder zwei von denen auch 5 Sterne, vielleicht sogar den ihr braucht, aber es muss halt erstmal angesammelt werden. Es dauert, bis man diese legendären Edelsteine angesammelt hat. Man hat jetzt noch eine Möglichkeit eingeführt, legendäre Edelsteine anderweitig zu bekommen, aber auch das weiß ich nicht, ob das so zufriedenstellend ist für die meisten. Aber hier seht ihr es mal, ne? Ein Stern, wenn ich da eine Rangsteigerung mache, steigert das nur um 4 Kampfwertungspunkte. Ein 2 Sterne steigert das schon um 6, aber natürlich ein 5 Sterne steigert das Ganze schon um 12 Kampfwertungspunkte pro Rang. Allerdings sind die natürlich auch sehr, sehr teuer von der Aufwertung. Das heißt, ich kann natürlich hier zum Beispiel so ein 2 Sterne 2 oder 3 Mal aufwerten, bis ich irgendwann so ein 5 Sterne vielleicht überhaupt einmal aufwerten kann, wenn ich nicht gerade viel ins Spiel investiere. Können wir uns auch noch mal ganz kurz anschauen, wie das Ganze aussieht. Ich hatte nämlich letztens tatsächlich mal Glück, habe so einen 10er-Run gemacht und habe auch gleich 2 oder 3 tatsächlich 5-Sterne-Edelsteine gedroppt bekommen. Ich glaube, 3 waren es insgesamt tatsächlich. Es war ein ganz normaler 10er-Run. Die anderen hatten nicht 10 Embleme drin. Also es war jetzt nicht so ein, alle haben 10 Embleme oder sowas Run. Und da kann ich euch das mal zeigen. Jetzt haben wir hier einen 1-Sterne. Wenn ich den aufwerte, seht ihr hier, steigert von 20 auf 24. Beim 2-Sterne wären es dann 6. Und bei dem 5-Sterne steigert es man von 12 auf 24, da macht es gerade wirklich 12 Punkte aus. Deswegen sind natürlich Leute, die solche legendären Edelsteine weit hochgesteigert haben, haben die schon mal einen wirklich guten Vorsprung an dem Ganzen, was Kampfwertung betrifft. Aber wie gesagt, das ist nicht alles. Verbessert wirklich eure Sachen. Normale Edelsteine wie die hier, so ein Cetirizin oder sowas,
Zitrizin, gibt es auch von Ratiopharm. So ein Zitrin aufgesteigert bringt euch zum Beispiel nichts. Ja? Also wenn ihr den verbessert, bringt eurer Kampfwertung tatsächlich überhaupt nichts. Ich weiß auch gar nicht, warum er hier eine Verbesserung anzeigt, weil ich den gar nicht verbessern kann. Vielleicht, dass ich den hier verbessern soll oder sowas. Ja, genau, dass ich den hier verbessern soll. Und zack, verbessern. Aber das bringt halt nur Widerstand, bringt mir aber in meiner Kampfwertung selbst nichts. Ja, der Widerstand ist natürlich was, was sich auch berechnet durch die Basiswerte, aber man kann den Widerstand natürlich auch weiter steigen durch sowas hier. Das wirkt sich aber halt auf die Basiswerte und auf die Kampfwertung nicht aus. Deswegen ist egal, was ihr hier mit den Edelsteinen macht, das wirkt sich nur auf eure normalen Sekundärwerte, sage ich jetzt mal, aus, aber nicht auf die Basiswerte und bringt euch damit auch keine Kampfwertung, bringt euch aber so natürlich mehr Durchhaltevermögen oder mehr Schaden, je nachdem, was ihr hier halt reinsockelt. Also ist es schon nicht schlecht, je mehr Sockel ihr drin habt in euren Sachen, desto besser für, sage ich mal, wenn ihr auf der Stufe Hölle 3 seid, natürlich für euren Schaden oder euer Durchhaltevermögen, was ihr habt, weil auch das zählt natürlich. So, das haben wir einmal das geklärt und dann kommen wir nochmal zum anderen, nämlich Reliquiar der Hölle. Ach ja, da habe ich aufgehört gehabt, dann das zu machen, weil das kann ich euch so zeigen. Da. Reliquiar der Hölle. Ihr seht, ich habe jetzt Kampfwertung plus 146, also bringt schon einiges, aber es wird natürlich auch immer mehr Scoria kosten, die man veredeln muss. Und je mehr man von dieser Scoria hat und je öfter man sozusagen diese Reliquiar-Runs macht, desto besser kann man natürlich die Kampfwertung aufstocken. Bloß, ja, man muss es halt, man kann es nur zweimal die Woche machen. Aber es bringt natürlich auch einiges. Deswegen, wie gesagt, ich habe es leider vernachlässigt. Wenn ihr das von Anfang an macht und könnt die Kampfwertung erreichen oder könnt euch mitnehmen lassen bei diesen Sachen und das schon früh anfangen zu sammeln, dann könnt ihr eure Kampfwertung eben auch schon ein wenig pushen. Und dann kommen wir noch zu einer Sache, die ich das letzte Mal von Hölle 3 leider vergessen hatte zu erwähnen, was auf jeden Fall wichtig ist, nämlich das Herausforderungsportal. Und warum zeige ich euch auch gleich. Denn ich habe ja gesagt, eigentlich ist eure Paragon-Stufe gar nicht so wirklich ausschlaggebend, sondern eure Kampfwertung, wenn ihr Hölle 3 laufen wollt. Was ja auch stimmt, weil es dieses unsichtbare Cap gibt und ihr sonst zu viel Schaden erleidet oder zu wenig Schaden anrichtet. Natürlich muss man auch dazu sagen, klar, Paragon, eure Ausrüstung zählen dann natürlich auch, wenn ihr diese Kampfwertung erreicht, gegen die Gegner kämpfen zu können. Und wenn ihr keinen Schaden macht, ja, dann nützt euch eure Kampfwertung auch nichts. Dann macht ihr halt keinen Schaden oder dann ist eure Stufe vielleicht zu gering und ihr werdet eure Kampfwertung nicht weiter erhöhen können, weil ihr zu wenig Paragon-Punkte habt. Da ihr, wie ihr ja vorhin gesehen habt, nur Rüstungen finden könnt, die maximal eurer Paragon-Punktzahl entspricht. So, das heißt also, Paragon-Punkte trotzdem wichtig, aber auch Folgendes, nämlich dieses 60er-Portal. Warum? Weil das hier diese Solo-Siegesbelohnung hat. Das Erreichen von Paragon 80, also was heißt 80 ist wichtig, und der Abschluss dieses Herausforderungsportals verbessern Gegenstände aus Herausforderungsportalen, Ältestenportalen, Aktivitäten im Kreislauf des Konflikts und von Händlern, um Gegenstände aus Hölle 3 zu entsprechen. Also, was sagt uns das? Wenn ihr Stufe 80 erreicht habt und habt diese Stufe 60 des Herausforderungsportals gemacht, also Paragon Stufe 80 plus 60 dieses Herausforderungsportals, habt ihr eine bessere Chance, bessere Gegenstände aus diesen erwähnten Sachen hier rauszubekommen. Ihr könnt zum Beispiel zum Markthändler gehen, gegen Gold da ein wenig Glücksspiel betreiben und wenn ihr Glück habt, droppt schon das erste richtig gute Hölle 3 entsprechende Item mit den richtig guten Werten drauf und ihr steigert eure Kampfwertung schon mal ein Stückchen weiter nach oben. Das heißt aber nicht, dass ihr das Ganze solo schaffen müsst. Ja? Ihr könnt auch jemanden zum Beispiel aus dem Clan fragen, von euren Freunden oder wenn ich online bin und gerade nicht irgendwelche wichtigen Dinge tue, dann könnt ihr natürlich gerne nachfragen. Es wäre schön, wenn ihr nicht einfach eine Einladung sendet. Das ist dann schon nervig, wenn man dann gerade selber ein Herausforderungsportal macht und irgendeiner sendet einem eine Einladung, ohne Bescheid zu sagen. Es wäre schön, wenn ihr Bescheid sagt. Dann kann ich euch natürlich auch helfen, das zu erreichen. Habe ich letztens mit dem Clan auch gemacht, habe ich drei Leute mitgenommen und wir haben Stufe 60 gemacht, um eben das hier
abzuschließen. Auf Stufe 30 gab es, glaube ich, sowas auch schon mal. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob Stufe 30 war oder eine andere. Aber ich könnte mir so vorstellen, dass es immer 30, 60, 90 ist. Ja, genau hier. Da hat man dasselbe für Hölle 2 eben auch schon mal gehabt. Und wahrscheinlich ist es bei 90 dann für Hölle 4. Könnte ich mir durchaus vorstellen. So, also das hier ist auf jeden Fall wichtig, damit ihr dann zum Beispiel beim Händler immer mal jeden Tag ein bisschen gegen Gold gucken könnt, ob ihr legendäre Gegenstände erhaltet, denn da habe ich auch das ein oder andere gute Schild und so weiter rausbekommen. So, jetzt hoffe ich natürlich, dass ich euch so ein bisschen zeigen konnte, wie sich Kampfwertung zusammensetzt, was man tun muss, um diese zu steigern und sich zu verbessern, um halt relativ schnell von Hölle 2 auch auf Hölle 3 kommen zu können. Ja, man braucht natürlich auch die Schmiedematerialien, aber ja, ihr solltet auch nicht einfach alles verwursten, sondern schon auf die Essenzen achten, vor allen Dingen für Sachen, die ihr behalten wollt oder für den Fertigkeiten auf den Sachen, die ihr dann behalten wollt. Dann könnt ihr ruhig die Essenzen transferieren. Und wichtig zu wissen, vielleicht für den einen oder anderen, wenn ihr einmal eine Essenz transferiert habt, könnt ihr trotzdem, auch wenn der Gegenstand ein anderer war mit einer anderen ursprünglichen Essenz, also das, was auf dem Gegenstand ursprünglich drauf war, kann man trotzdem dann später noch extrahieren, wenn man den nicht mehr benutzen will. Das heißt, man hat zwar die andere Essenz drauf, aber die, nennen wir es mal Quintessenz, ja, diese ursprüngliche Essenz, die er vorher hatte, ja, die er standardmäßig drauf hatte auf sich, kann man trotzdem noch daraus extrahieren, falls man die noch nicht extrahiert hat und möchte sie gerne mit extrahieren. Das geht also auch. Und ihr könnt natürlich auch Set-Gegenstände verwursten, die ihr nicht benötigt. Müsst ihr aber selber wissen, welche Gegenstände ihr haben wollt und welche ihr nicht haben wollt. Okay, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte ein klein wenig Licht ins Dunkel bringen und hoffentlich hat jetzt auch die Aufnahme meiner Stimme funktioniert. Es tut mir leid, dass es heute mal nicht so gut funktioniert hat. Aber das Update von OBS kam mir da wohl leider dazwischen und hat mir einen kleinen Streich gespielt. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.